Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Runde von Super Mario 64. So, ich habe mich kurz schlau gemacht über das Boo-Level. Beziehungsweise einfach über diesen einen Moment, wie wir auf das Dach kommen. Weil ich möchte mir ja immer nicht so viel spoilern. Das ist so... Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Weitsprung. Eigentlich wollte ich den direkt eine klatschen, aber da bin ich zu blöd zu. Egal. So. Ich hoffe, meine Stimme klingt nicht doof. Die ist gerade ein bisschen kratzig. Weil sie Tage krank und, ja, bin auf dem Weg der Genesung. Wollte jetzt aber endlich wieder aufnehmen nach wieder ein paar Tagen. So. Auf den Balkon müssen wir. Ab, ab, auf den Balkon. Wisst ihr, wie wir da hinkommen? Beziehungsweise wir wissen zumindest, wie wir zu dem Boo kommen. Alles andere müssen wir dann weiterschauen. Also ich habe geguckt, mit welchen Sprüngen man da so hochkommt. Aber... Ja, das zum Beispiel habe ich mir abgeguckt. Alle Tricks werden ja angewendet. Alle Tricks. So. Gleich kommt der nächste, den ich mir abgeguckt habe. Ich habe es mir nicht mal als Speedrunner abgeguckt. Na. Nein, jetzt nicht sterben. Na ja, komm, geh raus. Aber ist okay, kann ich die Münze nehmen. Es war so nicht geplant, wie es gerade gelaufen ist. So. Und dann schlagen. Und dann schlagen. Ha! Geht doch. Nein, nicht rausgehen. Ich hasse es mit Türen. Ich hasse Türen bei Mario. Der geht immer dann durch, wenn er nicht durchgehen soll. So, komm her. Komm, sein lieber Bu. Sein lieber Wer, sein lieber braver Bu. Ah, nein, er springt nicht. Nicht runterfallen. Und schlagen. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt nicht durchgeschlagen. Das wäre es so. So, den ersten Teil haben wir. So, den Teil haben wir. Man sieht hier leider so viel, dass... Ja. Ich habe es befürchtet, weil man sieht da echt wenig. Da ist die Schwierigkeit drin. Ich wollte eigentlich gerne aufs Dach oben drauf... Und dann oben rüberlaufen. Das ist theoretisch das Einfachste. Man kommt auch so mit Sprüngen von der einen Seite wieder auf die andere. Aber es ist halt komplizierter. So, das geht schon mal schnell. Es könnte sein, dass wir hier ein paar Minuten brauchen. Es tut mir jetzt schon mal leid. Nein, nein, wir sind... Nein, wir sind ins Rutschen geraten. Und Bombe. Okay. Solange wir immer wieder die Bombe machen und keinen Schaden kriegen, ist schon mal einigermaßen okay. Wenigstens verletzen wir uns nicht. Außer, dass wir uns wahrscheinlich irgendwann tierisch den Arsch verletzen werden bei den ganzen Arschbomben. Das war zu dicht dran. So. Noch einmal. Das kann nicht so schwer sein. Das ist ja echt doof, wenn man hier echt... Keine Kamerad. Komm schon. Oh Gott, wie ist es das? Okay, okay, wir waren. Alles klar. Alles klar, wir haben's. Wir haben sogar noch ein Leben einkassiert. Wunderbar. Fertig. 5 Minuten. Ist okay. Kann ich mit leben. Juhu! So. Speichern und weiter. Wir müssen jetzt doch mal rein und gucken. Wir
müsste jetzt nochmal gucken, ob da noch ein Stern drin ist oder nicht. Ich habe jetzt nicht so aufgepasst. Nein, wir haben alle, tatsächlich. Und wir haben sogar den 100-Münzstern da. Coole Sache. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo waren wir denn schon? Also, hier haben wir alle. Hier haben wir alle. Hier haben wir noch nicht, definitiv nicht alle. Da muss ich aber erst noch im Internet gucken. Hier auch dasselbe. Hier haben wir alle. Hier haben wir noch nicht alle. Hier haben wir fast alle. Hier haben wir fast alle. Okay, also eigentlich theoretisch sind wir ja im Keller fertig. Oder? Grüne Griffgrute, Lava-Lagune, Wüste. Das heißt, theoretisch haben wir den großen Schlüssel schon. Das ist jetzt die Frage. Können wir schon nach oben? Nein. Das heißt, wir gehen jetzt zu Bowser. Ganz klare Sache. Wir gehen jetzt zu Bowser runter. Wir machen den mal eben platt, ne? Würde ich schon mal sagen. Er hat schon 49 Sterne. Das ist echt krass, wie viele Sterne man in diesem Game sammelt. Ich weiß gar nicht, wie viel das insgesamt hat. 120, glaube ich, oder? Kann das sein? Ah ne, wir haben auch das Level hier. Den gehen wir heute noch nicht zu Bowser. Nein, machen wir nächstes Mal. Oder? Oh, ich kann mich schlecht entscheiden. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich aufnehme. Mal schauen. Yay, tauchen. Warte, was sollen wir machen? Entere Bowsers U-Boot. Okay. Ha, das können wir. Das können wir. Das ist etwas, was wir sehr gut können. Es ist etwas, das wir vom Speedrun können. Das entern wir so schnell, wie es sonst noch keiner geentert hat. Naja, wahrscheinlich nicht, aber... wir entern es schnell. Denkt man, dass es ja ein normales Let's Play ist. Und kein Speedrun machen wir das schnell. Wir machen nicht die umständliche, lange Variante. So. Ich hoffe zumindest, dass es der Stern ist, aber ich denke mal schon. Entern heißt ja eigentlich nur hier draufkommen, in Besitz nehmen und so. Würde ich behaupten. Oh nein! Knapp daneben. Okay. Ich sage ja, wir werden nicht die Schnellsten sein, die das machen. Ah. Ja, dass hier drauf kommt, ist irgendwie immer für mich das Schwierigste. So, da sind wir oben. Easy going. So, schauen wir mal, welcher Stern das war. Enter Bowser's U-Boot. Jawohl, ja. Weiter, speichern weiter. Schalterpaläste gefunden. Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Okay. Ja, ich habe den ersten, Seite zu schnell weggeklickt. Tut mir sorry. Sorry. Ihr könnt ja Pause drücken in dem Moment. Öffne die Truhen. Welche Truhen? Oh, ein riesengroßer Mantarochen. Er sieht cool aus. Die Truhen. Ach so. Sag doch gleich. Die Truhen. Tut er mir Aua machen? Oh, ich bin eh schon vorbei. Bist du Nummer 1? Hey, du da. Du bist nicht Nummer 1. Dankeschön. Das hättest du mir auch ein bisschen freundlicher mitteilen können. Aber okay. Ah ja, dieser blöde Strudel da in der Mitte. Bist du Nummer 1? Nummer 1! Blöde Schnappmuschel. Du bist nicht Nummer 2. Dankeschön. Für diesen Hinweis. Versuche es nochmal bei der da hinten. Allzu viel Auswahl haben wir hier nicht. Nummer 2. Ich habe so das Gefühl, dass die... oben drauf die letzte ist.
Ah, oh, komm schon. Dieser Strudel in der Mitte ist ja anstrengend. So. Na komm schon. Ich war da schon da dran. Das ist gerade Absicht von dem, oder? Ich habe alle geöffnet. Gib mir den Stern. Dankeschön. Ich will nicht in den Strudel. Und jawohl. Sehr schön. Ich finde wirklich, das Spiel ist im Großen und Ganzen wirklich simpel. Wie schwer das einem früher alles vorkam, das ist echt. Das finde ich eigentlich mit am heftigsten. Ich muss echt mehr am Weitsprung üben. Ich mache so oft eine Stampfattacke, welchen Weitsprung mache. Springe zu den roten Münzen. Ja, gut, da sind wir jetzt schon wieder an einem Teil, wo ich keinen Plan habe. Ich glaube, die waren nebenan. Ich glaube, ich hatte die eben auf den Plattformen gesehen gehabt. Von daher schwimmen wir erstmal nach nebenan und gucken, ob wir sie entdecken können, ob wir es hinkriegen. Wir machen ja ein Blind Let's Play, von daher wollen wir uns ja nicht ständig spoilern vorher. Nur wenn wir es wirklich partout nicht hinkriegen. Das wäre schon in einigen Leveln der Fall war, aber... Das können wir ja zum Schluss vervollständigen. Weil theoretisch brauchen wir ja auch nur... eigentlich brauchen wir jetzt nur den Bowser machen, dass wir die... Dass wir den Schlüssel haben fürs obere Erdgeschoss. Fürs obere Stockwerk und dann könnten wir direkt zum Endbowser durch... ja... Kleine Bugs, die man used. Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstern. Okay, die Kisten haben wir ja schon. Von daher, ich glaube, wir müssen diesen Schalter betätigen. Nee, oder? Nee, der führt ja nur dahin. Ich möchte jetzt mal so mal gucken. Da hinten war gerade noch einer, ne? Können wir uns da oben dran festhalten? Ich glaube nicht. Ja, da sind auch welche. Komm, Kamera. Gut. Wie soll man da drüber kommen? Hä? Ich weiß aber trotzdem nicht, wie wir die alle holen sollen. Verwirrung. Ich weiß nicht, wie ich da klettern soll. Kann man an den roten Dingern klettern? Ich glaube schon, dass man da dran klettern kann. Aber... Ach, wahrscheinlich kommt man mit dem obersten von den Dingern da dran.
Ich weiß echt nicht, wie ich 'Verwirrung, Verzweiflung, alles auf einmal. Nimm die grüne und nimm die blaue. Die grüne macht uns schwer, die blaue macht uns durchsichtig. Beides hilft uns nicht wirklich da oben. Bei den Dingern, die in der Luft sind, oder? Ist da irgendwo ein Knopf, den ich übersehen habe? Jetzt kann ich hier durchgehen und so, ja. Kann man da durch zufällig? Nö. Da kann man durch. Schnell, schnell. Was? Ich war doch noch. Unfair. Unfair. Wir holen jetzt den Stern. Und dann gehen wir zu Bowser. Ernsthaft. Das machen wir jetzt auch beides in dieser Folge. Egal wie lang die wird. Risiko! Ah doch, es geht beides. Ich glaube, dass es unsichtbar nicht lang genug anhält. Doch, tatsächlich. Aber gerade so, glaube ich. Ich glaube, gerade so. Fein die Mützen. Hier, yeah, die Mützen vereint. Speichern und weiter. Gut, ab zu Bowser. Das können wir wenigstens. Hoffe ich doch. Jetzt blamiere ich mich bestimmt voll. Okay. Blamage Nummer 1. Blamage Nummer 2. Blamage Nummer 3. Gut. Das war jetzt nur, um einmal zu demonstrieren, wie es nicht funktioniert. Das war Absicht. Alle dreimal. Und jetzt zeigen wir nochmal, wie das ordentlich funktioniert. Ja, gut. Das war aber nur knapp verfehlt. Gut, ich gestehe ein, das war eigentlich Dummheit. So. Da wollen wir dran. Da wollen wir rüber. Hier gibt es ja rote Münzen, das stimmt ja. Aber da habe ich jetzt keinen Bock zu. Irgendwie verkacke ich das immer mit dem Gegenspringen. Ich weiß nicht wieso. Boah, da geht er wieder runter. Frechheit. Ja, easy going hier. Wow. Oh. Okay. Phew. Halbe Miete haben wir doch schon, quasi. Es war so nicht geplant, aber okay. Wir können ja hier regenerieren. Nein, nein, okay. Na, ah, Kamera! Nein! Was ist denn heute los? Heute ist aber echt so leicht der Wurm drinne. So, noch Bowser schaffen.
Oh, ich habe nicht gelesen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersteine zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Ich glaub nicht. Ich hab versucht, zu früh zu greifen. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Ist schlecht, das Feuer verfolgt er nämlich. Nein, das gibt's nicht. Es war relativ knapp. Komm, muss man zugehen. Ich sterbe hier gleich noch. Oh Mann! Komm schon, ich muss den dann noch einmal da reinkriegen. Ernsthaft? Das kann doch nicht sein. Wow, hier ist jetzt ganz schön in. Wow, warum? Ah, Kamera, Hilfe! Uncool, Kamera, uncool. Mach das nicht nochmal. Das kann doch jetzt echt nicht mehr angehen. Langsam wird's uncool. Alter, wackelt ja immer mehr hier. Ich stehe fast neben dem Ding. Na, endlich, ey. Stunden später. Das hätte deutlich schneller gehen müssen, wirklich. Wow! Du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Scheint so, schließlich habe ich alle. Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Ja. Er hat ja schon fast gewonnen, so wie ich mich angestellt habe. Puh, da pustet er schon. Da-da-da-da! Wir können nach oben. Yay! Bowsers Lavasee. Schön, wir haben den Schlüssel. So, das war's denn jetzt mit dieser Aufnahmesession. Ich versuche jetzt mal ein bisschen aktueller aufzunehmen. Mal gucken. Vielleicht nächstes Mal wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Kira.